Martin. Wir starten Martin Brachar, Trainer von Solothurn. Zuerst mal herzliche Gratulation zu euren ersten zwei Punkten in dieser Saison. Martin, was muss passieren, damit du nervös wirst? Ich habe dich ein bisschen beobachtet an der Seitenlinie. Du bist die Ruhe, du bist da, du beobachtest das Spiel. Wirst du auch mal nervös, wenn es knapp wird vom Spielstand? Also ich sage erst, es sind zweite zwei Punkte, also wir haben jetzt vier Punkte. Richtig, ja. Und ja, also ich probiere immer Ruhe zu Spieler bringen, weil das ist wichtig. Meine Beine sind so jetzt am Wickeln, aber es ist wichtig, dass das immer wieder von Bank kommt, ein bisschen Ruhe und Vertrauen auf Spieler, und das lohnt sich. Ja, wir haben das gesehen, es lohnt sich. Ihr habt wieder mehr als 30 Goal bekommen, auch in diesem Spiel. Aber damals konnten ihr noch eins mehr schiessen, damit ihr gewinnen konnte. Wie hast du das Spiel gesehen? Also, Anfang des Spiels, das war einfach, Verteidigung hat nicht existiert. Und wir haben gesagt, wir müssen dran glauben, dass die Goalies, wie Fabio heute, hat uns diese wichtige Parade gebracht. Und das ist eigentlich, er war Schlüsselspieler in diesem Spiel und er hat immer wieder mehr Vertrauen bekommen. Er ist 19 Jahre, also er ist ganz, ganz jung. Aber man hat gesehen, wenn er Vertrauen hat, dann gibt das zurück. Und er ist ja zu Recht Best Player geworden in diesem Spiel. Wenn wir jetzt vorausschauen, das nächste Spiel habt ihr gegen den Tabellenführer, gegen Horgen Wegeswil. Und nachher aber kommen ein paar Spiele, Steffisburg, Biel, Mühlin, die so ein bisschen in eurer Reichweite liegen. Jetzt mit dem Schwung, den ihr jetzt hier geholt habt im Go Easy, ist einiges noch möglich. Es ist sicher ein sehr, sehr positiver Schritt für unsere Mannschaft, weil es ist sehr schwierig am Training und am Spiel, Spieler motivieren immer wieder, wenn sie dieses Licht nicht sehen. Aber jetzt sehen wir dieses Licht. Wir sehen, wir können so eine, das war wie David gegen Goliath heute. Ja, und wir haben immer wieder gezeigt, dass wir dieses Licht wollen sehen. Und wir sehen das jetzt. Klar, wir haben nächstes Spiel Horgen. Es ist ja klar Favorit, aber wir haben nächstes Spiel zu Hause, und nach so einem positiven Eintritt, ich sage, wir werden sicher nicht irgendwo am Anfang des Spiels sagen, ey, das ist nicht möglich. Also wir werden arbeiten, jede Minute, jede Sekunde. Nochmal herzliche Gratulation zu diesen zweiten zwei Punkten. Und eine ganz gute Heimfahrt, die werden sicher Vielen Dank und schönen Abend. Tschüss zusammen.